Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir sind fertig. Wir haben Takeshis Castle nachgebaut. Das ist das Riesenteil. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einmal jede Ebene. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Etagen. Die gehe ich jetzt einmal mit euch durch. Wir haben ungefähr, ich glaube, also wir haben zu dritt bestimmt 15 Stunden gebraucht. Also denke ich mal so 45 Stunden insgesamt. Also der Turm ist komplett gefüllt. Ne? Also ist nicht ein leerer Turm, das seht ihr gleich auch. Richtig, richtig krass. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und das Ganze ist sowas wie ein Kurs. Man fängt hier unten an, kommt oben raus. Und ich habe mir gedacht, wir machen da ein Rennen demnächst. Und wer als erster oben ankommt, hat gewonnen. Beziehungsweise am Strand, aber wieso, zeige ich euch gleich. Also hier ist der Startpunkt. Ich würde sagen, wir starten hier einfach einmal durch. Das erste Level ist relativ einfach. Hier kann man noch nicht so viel verkehrt machen. Man läuft hier lang. Hier gibt es einen falschen Weg. Da kann man lang. Hier hat man eine Sackgasse. Hier kann man lang. Hier ist dann der richtige Weg. Hier muss man drunter herkriechen. Noch geiler ist natürlich, wenn es nachts ist. So, dann hast du hier noch mehrere Türen, noch mehrere Türen. Angelehnt, hier ist der Totenkopf, das heißt immer, ist das Ende. Angelehnt ist das Ganze an Takeshis Castle. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ich versuche mal einen Clip zu finden bei YouTube. Es gab nämlich immer ein Spiel bei Takeshis Castle, wo man eben einen großen Raum hatte mit ganz vielen Türen, wo man durch musste. So ein etwas das hier auch. Oder dieses Fall Guys Spiel Labyrinth. Dieses Finale bei Fall Guys. So, hier. Das war Level 2. Geht's hier hoch. Geht's hier rein, Level 3. Hier muss ich zugeben, Level 3 hat Sebe gemacht. Hier weiß ich gerade nicht, wie der richtige Weg ist. Muss man mal gucken. Ich habe alle Level gemacht. Außer Level 3 halt Sebe. Und das allerletzte Level hat Steven gemacht. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich irgendwo runterplumps oder so. Hier lang, hier lang. Ja, hier ist Ende. So, dann geht's hier hoch. Hier wirklich ganz hoch. Was da ist, zeige ich euch gleich. Hier, Totenkopf, geht's ins nächste Level rein. Wenn man hier die Tür reingeht, die ist gerade offen, die soll eigentlich zu sein. Oder in diese Tür reingeht, zack, bumm, fällt man runter. Da muss man erstmal den ganzen Weg hier wieder zurück, 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 zurück und wieder hier wieder hoch, wo wir eben waren. Und dann wieder hier in das Level von neu starten. So, hier rein, hier und dann sind wir hier auch durch. So, nächstes Level, eins hoch. Hier wird es ein bisschen schlauchartiger. Hier ist eine richtig Assi-Tür, wenn man hier runterspringt, fällt man einfach mal in den Tod. Hier lang. Einmal rum. Ich habe auch recht ein bisschen Schiss, weil hier ist schon wieder so eine Tür, wo man einfach in den Tod springt. Hier geht's hoch. Man kann auch richtig krass abkürzen. Das geht. Das habe ich extra drin gelassen. Hier ist die Treppe, wo man eben kam. Wenn man hier hinspringt und dann sich direkt klein macht, kann man das komplett abkürzen. Bin ich gespannt, wer das abused. Wahrscheinlich beim ersten Mal niemand. Ja, jetzt bin ich wieder. Wo geht's hier lang? Ah, hier ist richtig. No. Hier lang, Totenkopf. Beendet. Geht's einen höher. Und hier rein. Hier ist eine richtig, richtig böse Tür. Wenn man diese Tür hier nimmt, dann ist man wirklich tot. Da geht's ganz tief runter. Oder diese Tür hier. Da geht's richtig steil bergab. So, aber hier ist die richtige Tür. Dann geht's hier hoch. Zwei Eingänge. Gibt einmal den Eingang. Fällt man runter. Den Eingang. Hier lang. Oh, hier fällt man runter. Hier lang. Und hier haben wir auch schon das Ende. So, dann haben wir das Ende vom Parcours. Und hier gibt es dann die Seilrutsche. Und wer die Seilrutsche bis nach unten gefahren ist und unten als erstes ankommt, hat gewonnen. Aber unten gibt es noch einen ganz kleinen Hürdenlauf. Ich hoffe, Seba hat da schon ein bisschen was angefangen. Wir haben überlegt, wenn man unten angekommen ist, gibt es noch einen kleinen Hürdenlauf. Immer Hocke, Hürde, Hocke, Hürde.
Und wenn der, wer da am, als erstes durch ist, der hat gewonnen. Gucken, wie weit Sebe da schon ist. Aha. Hat schon was angefangen. Okay, hier kommt man rein. Und hier sollen dann später Hürden sein. Hürde, Hürde, Hürde. Und immer so weiter. Und da ist dann das Ziel. Würde mich übel interessieren, wie ihr das findet. Takeshis Castle. Es hat übel lang gedauert, hat aber auch übel Spaß gemacht. Und lasst gerne ein Like auf dem Video. Folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.